was jetzt viel auch nochmal mit dem Gehör und Wahrnehmung zu tun hat, ist Folgendes. Mein Ururgroßvater ist damals ausgewandert nach Amerika und er hatte einen tollen Beruf. Er war nämlich Regenmacher. So ein Stückchen davon habe ich von ihm gelernt. Und wir werden jetzt hier mal den Regen von Nebraska niederrauschen lassen. Okay. Wir lassen es mal leicht rauschen. Also wir schließen jetzt alle die Augen und ihr hört gleich, was der linke Nachbar macht und dieses Geräusch macht ihr nach.